Hi Leute und herzlich willkommen zu Train Sim World 4. Wir spielen heute mal wieder die Eisenbahn nach City Skyline 2. So. Aber Moment, wir gehen, denn wir fahren heute mit den Vectron. Da haben wir das gute Stück in der Railpool-Lackierung und fahren auf der Main-Spessart-Bahn den. Wo haben wir denn ein kurzes Szenario? Ja, komm, nimm mal den. 35 Minuten von Aschaffenburg. Von Gemünd nach Aschaffenburg den Güterzug 88131. So. Wir nehmen Nebelig Trüb. Dann haben die Schiene ein bisschen Schlupf. Und das Ganze wird ein bisschen schwerer und interessanter. Wir sind gespannt auf diese Lok und schauen mal, was sie so drauf hat. Vor allem, wie der Sound mittlerweile ist. So. Fahren Sie diesen schnellen Güterzug nach Westen. Baureihe 193 Vectron 896 Tonnen, 481 Meter lang. Wir haben noch rotes Signal. Ah, schaut doch schon mal schön aus. Fuchsen wir uns erstmal rein. Zugspitzensignal, Fernlicht gedimmt. Leselicht ein. Hauptschlüssel ein. So, perfekt. Luftkompressor automatisch. Schauen wir mal kurz. Kann man hier in die Lok rein? Nein, leider nicht. Leider geht das nicht. Jetzt schauen wir mal. Hier muss bestimmt irgendwo die Sie-Versicherung sein. Federspeicher, PCB. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Passt, jetzt müsste alles an sein. Wir schauen uns das gute Stück mal mit einem Autozug. So. Wir haben Freigabe. Eigentlich müssten wir jetzt fahrbereit sein. Wir schauen mal. Na? Funktioniert nicht. Bremse angelegt. Schlüssel ist ein. Mikrofon, was haben wir hier?
Ist hier noch irgendwo was mit? Irgendwo muss noch was mit Bremse sein. Bremse lösen. Aufschalten tut sie schon mal. Na. Haben wir irgendwas vergessen? Da. Ich glaube, wir haben es und können jetzt abfahren. Jetzt rollt da das gute Stück. Wir fahren von Gemünden nach Aschaffenburg über die Main-Spessart-Bahn. Zugbeeinflussung. SIFA PZB ist an. Schauen wir mal, ob wir es den Spessart auch schaffen. Ich weiß nicht, warum an der Main-Spessart-Bahn die Schienen so wackeln. Oh, schöner langer Autozug. Bei schlechtem Wetter den Spessart hoch mit nur einer Lok. Boah, das zittert hier alles, das ist ja schlimm. So, jetzt dürfen wir. Bisschen beschleunigen, dass wir auf den Berg hochkommen. Hightech vom Feinsten. Aber jetzt sind wir gleich. Richtung Lohr unterwegs. Da oben ist die Schnellfahrstrecke von Würzburg aus. Unter 10 Stundenkilometer dürfen wir fahren mit diesem Zuggespann. Die fahren wir natürlich auch. Soundkulisse ist schon mal mega, würde ich sagen. Aber dieses Schienengewackel auf dieser Strecke, das regt mich immer noch auf. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Schauen wir mal, was war. Thank you.
Wenn wir mal auf 110 bleiben, schaffen wir glaube ich auch locker den Berg mit Schwung. Da bin ich schon zuversichtlich. Links von uns ist der Main. Sicht ist ein bisschen eingeschränkt, aber okay, das passt. Haben wir denn hier eine AFB? Die haben wir schon, aber keine Ahnung, wie man die einstellt. Bisschen auf unsere Fahrt schauen. Ja, egal, wir fahren ohne. Finden wir noch irgendwann raus. Jetzt fahren wir einfach erstmal. Ohne AFB. Bis wir dann endlich in Aschaffenburg sind. Ah, Pumpen sprühen oben an der Oberleitung. Ich glaube, jetzt gleich kommt die Einmündung der Schnellfahrstrecke. Wenn ich mich nicht täusche. Ja, da kommt sie. Mittwoch, der 1.11. Fahren wir bei nebelig trübem Wetter durch den Spessart. Die Lok wird ja teilweise auch im Personenverkehr eingesetzt. Auch auf der Main-Saale-Bahn oder Saalbahn Richtung Leipzig. Und jetzt merkt man, es zieht an. Also jetzt geht's berghoch. Da braucht sie schon ihre Power. Der Sieferton ist schön. Der gefällt mir. Also so kämpft sich Wacker den Spessart hoch, keine Probleme. Kommt der Kollege mit eingeschlossenen Güterzug. Da
Das hier müsste jetzt eigentlich Heigenbrücken sein, glaube ich. Oder Lohr. Können wir mal nachschauen. Von hier kommen auch die ganzen Holzzüge. Mit den beliebten Spessarteichen. Die meisten Züge fahren ja mittlerweile über die Schnellfahrstrecke, aber bei viel Verkehr müssen sie sich natürlich auch noch den Spessart hochkämpfen. Deswegen gibt es den Schiebedienst auch immer noch. Angleiche aktiviert. Jetzt merkt man, braucht sie schon die Kraft. Aber sie schafft das locker alleine, ohne Hilfskraft. Das ist ein wilder Ritt über den Spessart. Ich verstehe es noch nicht, warum man das immer noch nicht gebessert hat. Soll das so sein? So langsam sind wir dann auch oben. Dann geht's Richtung Aschaffenberg. Man sieht, bei so einem Güterzug lässt sich nicht viel Strom gewinnen. Da wird er verbraucht. Auf der anderen Seite können wir uns halt rollen lassen, da sparen wir es dann wieder ein.
der Nebel hat sich ein bisschen aufgelöst. Die Sicht wird besser. Wir kämpfen uns hier weiter fleißig hoch. Jetzt bald kommt ja endlich die Erweiterung hier für die Strecke, die Maintalbahn. Von Aschaffenburg nach Miltenberg, glaube ich. Mit der Baureihe 642, da freue ich mich schon besonders drauf. Jetzt lass man einfach runterrollen. Na, es geht immer noch leicht bergauf anscheinend. Das täuscht. Schaut aus, als geht's runter, aber das ist diese Täuschung. Die Vectrone. Kommt schon, da steht auch ein Kollege. Das ist die Regionalbahn nach Gmünden. Stand ein bisschen nah am Gleis, ne? Jetzt sind wir gleich oben am Höhepunkt vom Spessart. Und dann geht's auf der anderen Seite irgendwann wieder runter Richtung Aschaffenburg. Irgendwann kommt dann auch der RE, wir haben 17.04 Uhr. 17.04 Uhr Winterzeit, das heißt, es wird langsam dunkel.
Zugbeeinflussung. Jetzt haben wir eine Zwangso, warum auch immer. Wir waren zu noch zu schnell. Mann, oh Mann, oh Mann. Das musste ja passieren. Zwangsbremsung. Zugbeeinflussung. Jetzt muss man die Bremsen lösen. Zugbeeinflussung. Jetzt müsste er wieder fahren. Jetzt stehen wir natürlich ein bisschen blöd. Nee, aktuell tut sich gar nichts. Warum? Warum tut sich jetzt nichts? Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Angleicher aktiviert, Bremse angelegt. Jetzt müsste er wieder fahren. Ja, jetzt kommt er. Noch nicht zu stark. Wir stehen hier am Berg. Jetzt haben wir das Problem. Müssen wir hoffen, dass er keinen Schluck bekommt. So, geht doch. Scheiße gelaufen, würde ich sagen. Schlechteren Ort für eine Zwangse kann man sich gar nicht aussuchen. Aber jetzt geht's weiter. Auf geht's, auf geht's. Zugbeeinflussung. Jetzt fahren wir hier mit 70 weiter.
jetzt ist Heigenbrücken. Das ist Heigenbrücken. Wir fahren mit gemütlichen 70 km/h. Keine Hektik, nicht, dass wir wieder eine Zwangse kriegen, das wäre hier wieder fatal. Auch schön auf die FIFA aufpassen, nicht dass die uns auch noch eine Zwangsenei haut, ne? Furchtbar. So, ab hier dürfen wir dann wieder 120. Jetzt ist es auch nicht mehr ganz so weit. Jetzt haben wir dann auch den Höhepunkt erreicht und jetzt geht's abwärts. Das heißt, wir sammeln jetzt fleißig Strom. Schiebt natürlich von hinten gewaltig. Haben wir schon 113 Kilowatt wieder eingefahren. Das ist wirtschaftlich. Erwartet auch ein Güterzug. Wahrscheinlich wird er gleich überholt von dem RE nach Würzburg. Und hier steht noch die gute alte Schiebelok, die macht sich bereit.
Wahrscheinlich hängt sie sich jetzt noch an den Zug mit dran. Das sind jetzt die letzten Kilometer bis Aschaffenburg, dann haben wir es. Dann haben wir den Güterzug dahin gebracht, wo er hin soll. Ab dort übernimmt dann ein Kollege. Wahrscheinlich geht er dann weiter Richtung Frankfurt. Wir können mal kurz schauen, wie weit es noch ist. Noch 7 Kilometer, dann haben wir es geschafft. Würde auch mit Zedner. Da kommt die nächste Regionalbahn. Noch 6 Kilometer, dann endet die Fahrt mit der schönen Vectron und wir sind dann in Aschaffenburg angekommen. Wir rüsten dann den Zug ab und haben Feierabend. Jetzt können wir nochmal Gas geben. Jetzt bald ist die Sonne unten und es wird dunkel. Aber bis dahin sind wir dann auch da. Zwangsbremsung,
Zwangsbremsung. Zwangsbremsung. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. So. Zugbeeinflussung. Bremse raus. Und ich hoffe, wir können jetzt gleich weiterfahren. Nein, können wir nicht. Es wäre ja zu schön gewesen. Zugbeeinflussung. 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 Jetzt will er wieder nicht. Jetzt, da geht's. Jetzt auf die letzten Meter. Wir müssen aufpassen, wir dürfen jetzt nur noch mit 45 fahren. Zugbeeinflussung. Weiß nicht. Wir fahren mit 40, aber wir haben noch 1,5 Kilometer bis zu unserem Zielgleis. Zugbeeinflussung. Wir fahren weiter mit 40 in den Abstellbereich Aschaffenburg. Zugbeeinflussung. 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 Ja,
gehalten werden tut da vorne. Wir ziehen noch vor bis zum Hauptsignal und stellen dann hier den Zug ab und haben die Fahrt dann auch geschafft. Wird auch Zeit, zwei Zwangsbremsungen und bla bla bla. Zugbeeinflussung. Es langt dann auch. So, noch 20 Meter, dann sind wir am Signal. Das passt dann auch. So. Gut ist, Szenario ist vorbei. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ciao, bis zum nächsten Mal. Gefahrene Distanz waren 51 Kilometer.